Wo willst du denn hin? Beim letzten Mal haben Spike und ich in der Bibliothek übernachtet. Seid ihr total verrückt? Wir sind jetzt beste Freundinnen. Pyjama Party bei mir zu Hause. Status-Update. Okidoki Loki. Das Spiel garantiert gewonnen. Nee, glaube ich nicht. Und Twilight, kommst du mit deinem Gegenzauber voran? Hä? Oh, ja schon. Klasse. Danke, dass ich dein Notizbuch benutzen kann. Ich mag den Song, den du für die Rainbooms geschrieben hast. Danke. Ach, hoffentlich gibt es die Möglichkeit, ihn auch mal zu spielen. Hey! Twilight? Ich glaube, ich kann im Namen von uns allen sprechen. Keine Ahnung, was wir getan hätten, wenn du nicht gekommen wärst, um uns zu helfen. Die Pizza ist da! Willst du nicht auch Pizza? Mhm. Nein, so kann das nicht funktionieren. Hey, Twilight. Was machst du denn? Ich arbeite am Gegenzauber. Wir haben schließlich nur einen Versuch. Der Zauber muss perfekt sein. Wir können von Glück sagen, dass du hier bist. Das sagt ihr mir alle immer wieder. Wer in aller Welt braucht so viel Schlagsahne? Muss doch ein tolles Gefühl sein, wenn dich alle um Hilfe bei ihren Problemen bitten. Statt darauf zu warten, dass du ein Problem verursachst. Nur weil alle etwas von dir erwarten, muss das nicht heißen, dass es auch so eintritt. Aber es hält niemanden davon ab, es von dir zu erwarten. Was es manchmal schwieriger macht, denn das Letzte, was du willst, ist, die anderen zu enttäuschen. Mein Steinchen hatte Hunger. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie mit Pinkie Pie verwandt ist. Können wir wohl beide nicht? Ich gehe mal wieder schlafen. Viel Glück mit dem Gegenzauber. Nicht, dass du Glück brauchst. Das ist bestimmt nichts im Vergleich zu dem, was von dir als Prinzessin in Equestria erwartet wird. Sunset Shimmer? Mhm. Schon in Ordnung. Ist nicht so wichtig. Nein. Ich muss es unbedingt hinbekommen. Ja, ich muss.